Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Beim Antrittsbesuch von Bundesaußenminister Gabriel in Israel ist es zu einem diplomatischen Eklat gekommen. Der israelische Regierungschef Netanyahu sagte einen Gesprächstermin kurzfristig ab. Der Grund? Gabriel hatte darauf bestanden, auch Menschenrechtsorganisationen zu treffen, die Israels Vorgehen in den Palästinensergebieten kritisieren. Netanyahu hatte dort zuletzt den Bau von Siedlungen vorangetrieben. Auch die Bundesregierung, traditionell ein enger Partner Israels, sieht das kritisch. Außenminister Gabriel zu Besuch in Jerusalem. Er lässt sich von einer linksgerichteten israelischen Menschenrechtsorganisation die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten erläutern. Zu diesem Zeitpunkt weiß Gabriel bereits, dass Israels Premierminister Netanyahu mit einer Absage des gemeinsamen Treffens droht. Aber Gabriel hält am geplanten Programm fest, rechtfertigt dies am Mittag nach einem Besuch bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Wir haben heute Vertreterinnen und Vertreter palästinensischer NGOs getroffen, aber übrigens auch eine israelische NGO, die sich mit der Frage des Siedlungsbaus kritisch auseinandersetzt. Wir haben uns dort auch das Projekt E1 angeschaut, das dort große Sorge bereitet. Also wir versuchen schon, ein ausgewogenes Verhältnis zu bekommen. Zu der Frage des Besuchs beim Premierminister werden wir sehen, wie der weitere Tag sich entwickelt. Die Menschenrechtsorganisationen, deren Treffen mit Gabriel die israelische Regierung nicht akzeptieren wollte, kritisieren nicht nur den Siedlungsbau. Sie sammeln Beweise für Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern und Übergriffe des israelischen Militärs. In dem Land mit allgemeiner Wehrpflicht gelten sie nicht nur bei der rechtsnationalen Regierung, sondern auch bei weiten Teilen der Bevölkerung als Vaterlandsverräter und Nestbeschmutzer. Am Nachmittag war klar, Netanyahu sagt das Treffen mit Gabriel ab. Meine Politik ist, ich werde keine Diplomaten treffen, die Israel besuchen und sich mit Organisationen verabreden, die unsere Soldaten verleumden und als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen wollen. Ich bedauere das sehr, aber jetzt würde ich auch offen sagen, dass ich denke, dass wir jetzt hier nicht zum Spielball der Innenpolitik Israels werden dürfen. Es wird eine nächste Gelegenheit geben, sich irgendwo zu treffen. Ich halte das jetzt auch nicht für eine Katastrophe. Schadensbegrenzung scheint nun das Gebot der Stunde. Der diplomatische Eklat kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen ohnehin angespannt sind, weil sich die israelische Politik immer weiter von der international geforderten Zwei-Staaten-Lösung entfernt. Politiker aus den Regierungsfraktionen von Union und SPD bedauerten die Absage des Treffens in Israel. Zugleich stellten sie sich hinter Außenminister Gabriel. Gespräche mit regierungskritischen Gruppen durften nicht bestraft werden, hieß es. Das Verhältnis zwischen Berlin und Netanyahus Regierung aus rechten und religiösen Parteien gilt seit längerem als angespannt. Die Bundesregierung unterstützt weiterhin den Plan für eine Friedenslösung mit einem eigenen Palästinenserstaat und hatte den jüngsten Siedlungsbau als völkerrechtswidrig verurteilt. Als die Kanzlerin am Nachmittag zur Fraktionssitzung kommt, diskutiert die Union schon heftig über den Eklat in Israel. Dass Ministerpräsident Netanyahu den deutschen Außenminister abblitzen lassen könnte, das hatten sie schon den ganzen Tag über läuten hören. Jetzt ist es wirklich passiert und Außenpolitiker zeigen sich verärgert. Jede Regierung sollte die Souveränität besitzen, auch solche Gespräche zu ermöglichen. Das ist schade. Ich glaube, es ist ein Fehler, klarer Fehler auf der israelischen Seite. So sieht das auch die SPD. Alles sehr bedauerlich, sagt der Fraktionschef. Aber Außenminister Gabriel habe genau das Richtige gemacht. Natürlich erwarte ich von einem deutschen Außenminister, dass er sich bei einem Besuch in Israel auch mit den kritischen gesellschaftlichen Gruppen unterhält. Es gibt aber auch andere Stimmen. In der deutsch-israelischen Gesellschaft heißt es, Gabriel müsse klar gewesen sein, dass die Gesprächspartner eine Provokation für Netanyahu seien. Weil ich nicht der Meinung bin, dass es die Aufgabe deutscher Politik ist, mit dem erhobenen Zeigefinger zu operieren, schulmeisterlich in Israel zu erklären, warum man gegen die Siedlungspolitik ist. Im vorigen Jahr waren bei Regierungskonsultationen die Differenzen zwischen Deutschland und Israel deutlich geworden. Streitpunkt vor allem der israelische Siedlungsbau. Für dieses Jahr sind die gemeinsamen Regierungsgespräche gleich ganz abgesagt worden, auf Initiative von Deutschland, wie zu hören ist. Der Vorfall heute belastet die Beziehungen beider Länder weiter. Mit Spannung wird jetzt der nächste deutsche Staatsbesuch in Israel erwartet. Bundespräsident Steinmeier fliegt Anfang Mai dorthin.
Mehr Infos zum Eklat bei Gabriels Israel-Besuch gibt es in der Tagesschau-App. Dort zeigen wir auch noch einmal, an welchen Organisationen sich der Streit zwischen Gabriel und der Regierung Netanjahu entzündet hat. In der Bundesregierung droht neuer Streit über Dieselfahrzeuge. Grund sind Tests des Umweltbundesamtes. Danach überschreiten auch moderne Diesel-Pkw die EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide um ein Vielfaches. Umweltministerin Hendricks verlangte heute, die Hersteller sollten die Autos auf eigene Kosten nachrüsten. Zugleich rief sie Verkehrsminister Dobrindt auf, die Industrie stärker in die Pflicht zu nehmen. Wenn es draußen kalt ist, stoßen Diesel-Pkw mehr Stickoxid aus als bisher angenommen. Das Umweltbundesamt hat Autos aller Hersteller und Klassen unter realistischeren Bedingungen auf Stickoxid getestet. Auch bei niedrigeren Temperaturen, die in Deutschland üblich sind. Autos mit Euro-5-Norm müssen im Labor einen Grenzwert von 180 Milligramm Stickoxid pro Kilometer erfüllen, stoßen bei diesem Test aber 906 aus. Autos mit Euro-6-Norm überschreiten den Grenzwert von 80 Milligramm Stickoxid ebenfalls um ein Vielfaches. Davon seien 9 Millionen Diesel betroffen, so die Umweltministerin. Darum erwarte ich vom Bundesverkehrsminister, dass er die Hersteller stärker in die Pflicht nimmt, hier schnelle Lösungen anzubieten. Die Lösungen müssen von den Herstellern kommen. Bislang hat Verkehrsminister Dobrindt einen Rückruf nur bei VW angeordnet. Bei anderen deutschen Herstellern hingegen auf freiwillige Nachbesserungen gesetzt, bei 630.000 Diesel-Pkw. Zu den Forderungen der Umweltministerin wollte er sich heute nicht äußern. Dafür aber der Verband der Automobilindustrie, der prüft Möglichkeiten der Nachbesserung, allerdings nur für Euro 5 Diesel. Das ist eine technisch komplexe Angelegenheit. Hier laufen diese Prüfungen und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen hier zu ersten Ergebnissen kommen. Als Lehre aus dem Dieselskandal will die EU-Kommission das Kraftfahrtbundesamt und andere Behörden in Europa stärker kontrollieren. Doch Teile der Bundesregierung blockieren das. Die Grünen werfen ihr vor, die Autoindustrie zu schützen. Wir brauchen endlich eine europäische Überwachung. Wir haben ja mitbekommen, das Kraftfahrtbundesamt als die zuständige Behörde in Deutschland hat vollständig versagt. Viele deutsche Städte kämpfen gegen die hohe Stickoxidbelastung und fürchten Bußgelder der EU. Umweltministerin Hendricks ist für saubere Luft zuständig. Doch um die Regulierung der Autos kümmert sich Verkehrsminister Dobrindt. Hendricks hat die Untersuchungen des Umweltbundesamtes um ein Jahr vorgezogen. Sicherlich auch, um vor der Bundestagswahl Druck auf Dobrindt und die Autoindustrie auszuüben. Eine hochrangig besetzte Runde von Frauen aus Politik und Wirtschaft ist heute in Berlin zusammengekommen. Bei dem Treffen im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ging es darum, wie Frauen besser gefördert werden können, vor allem in Entwicklungsländern. Auf dem sogenannten Women 20 Summit diskutierte neben Bundeskanzlerin Merkel unter anderem auch die Tochter des US-Präsidenten Ivanka Trump. Frauenquote 100%. Diese Runde ist allein schon eine Botschaft. Kanzlerin Merkel mit Königin Maxima, IWF-Chefin Christine Lagarde und Ivanka Trump, Tochter und Beraterin von US-Präsident Trump. Sie diskutieren, was getan werden muss, damit Frauen weltweit leichter Kredite bekommen, um Unternehmen zu gründen. Was mich jetzt sehr interessiert hat, ist und weshalb Ivanka Trump heute auch hier ist, ist die Idee, die auch gemeinsam mit der Weltbank ja diskutiert wird, wie kann man jetzt den Zugang zu finanziellen Möglichkeiten noch einmal verbessern? Kredite zu bekommen ist das eine, gleicher Lohn für gleiche Arbeit das andere große Thema. Die sonst so diplomatische IWF-Chefin gibt sich kämpferisch mit einer klaren Forderung an die Unternehmen weltweit. Sagt uns, wie hoch der Frauenanteil im Unternehmen ist und wie die Lohnlücke aussieht. Und viele sagen dann, wir machen doch schon so viel. Ich sage, nein, gebt uns die Zahlen. Damit Frauen in technischen Berufen, sogenannten MINT-Berufen, in Führungspositionen kommen, müssen früh die Weichen gestellt werden. Wir müssen Mädchen motivieren, in die MINT-Berufe zu gehen. Wir müssen gucken, wie wir in den Schulen Computer, vielleicht sogar Programmierung implementieren als eine Selbstverständlichkeit. Die Forderungen dieses Gipfels sollen auch eine Rolle beim G20-Treffen in Hamburg spielen. Ein Ziel, die Gleichstellung von Mann und Frau, soll im Abschlusskommuniqué verankert werden. Deutschland und andere Länder wollen mit rund 1 Milliarde Euro den hungernden Menschen im Jemen helfen. UN-Generalsekretär Guterres hatte auf einer UN-Geberkonferenz zuvor vor einer Tragödie immensen Ausmaßes gewarnt.
In dem Land auf der arabischen Halbinsel tobt seit 2013 ein verheerender Bürgerkrieg. Etwa 3 Millionen Menschen wurden seitdem vertrieben. 17 Millionen Jemeniten hungern oder sind laut Vereinten Nationen von Hunger bedroht. Das Krankenhaus in der Hafenstadt Hodeida im Westen Jemens ist eines der wenigen, das nicht zerstört ist. Patienten können nur noch notdürftig behandelt werden, denn es fehlt am nötigsten. Wegen des Kriegs haben wir zum Beispiel keine Medikamente mehr für chronische Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes. Und wir haben Stromausfall, sodass wir manche Medikamente gar nicht mehr kühlen können und sie deshalb unbrauchbar werden. Der Jemen, ohnehin bitterarm, leidet seit Jahrzehnten unter Nahrungsmittel- und Wasserknappheit. Der Krieg hat das Land an den Abgrund gebracht. Schiitische Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, haben große Teile des Landes eingenommen. Die Regierungstruppen wiederum werden von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärallianz unterstützt. Keine der Kriegsparteien nimmt auf die Bevölkerung Rücksicht. Felder können nicht bestellt werden. Die meisten Menschen haben nicht genug zu essen. Besonders trifft es die Kinder. Eine 500.000 ist unterernährt und in akuter Lebensgefahr. Die Menschen im Jemen beginnen die Hoffnung zu verlieren. Wenn ich sage, dass die Situation katastrophal ist, ist das mit Sicherheit eine Untertreibung. Es ist sehr viel schlimmer. Um wenigstens die größte Not im Jemen zu lindern, benötigen die UN-Organisationen nach eigenen Angaben rund 2 Milliarden Euro. Davon wurde heute in Genf etwas mehr als die Hälfte zugesagt. Deutschland beteiligt sich mit rund 50 Millionen Euro für humanitäre Hilfe. UN-Generalsekretär Guterres appellierte an alle Kriegsparteien. Spenden allein werden das Schicksal von Millionen Menschen im Jemen nicht verbessern. Nur das Ende der Kampfhandlungen und politische Vereinbarungen können den Krieg und das Leiden der Menschen im Jemen beenden. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn sonst droht, laut UN, Millionen Menschen im Jemen der Hungertod. Spenden für die Menschen im Jemen und in Afrika können Sie beim Bündnis Entwicklung hilft. Unter dem Stichwort ARD Hungerkrisen. Konto DE 29 120 5000 120 5000 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Im US-Bundesstaat Arkansas sind weitere Todesurteile einer geplanten Hinrichtungsserie vollstreckt worden. 2 Häftlinge wurden mit einer Giftspritze getötet. Ein Todeskandidat war bereits in der vergangenen Woche hingerichtet worden. Hintergrund ist, dass bei einer der verwendeten Substanzen das Haltbarkeitsdatum abläuft. Viele Hersteller weigern sich, ihre Mittel für die Todesstrafe zur Verfügung zu stellen. In Venezuela sind gestern bei Protesten gegen Präsident Maduro 4 Menschen getötet worden. Mehrere Demonstranten wurden verletzt. Wie hier in Caracas gehen Regierungsgegner seit 3 Wochen landesweit gegen den Präsidenten auf die Straße. Die Opposition will so Neuwahlen durchsetzen. Aber auch Anhänger der sozialistischen Regierung demonstrieren. Bislang kamen bei Zusammenstößen 26 Menschen ums Leben. Venezuela verfügt weltweit zwar über die größten Ölreserven, gilt aber dennoch als eines der ärmsten Länder Südamerikas. Der Europarat hat die Türkei erstmals seit 13 Jahren wieder unter volle Beobachtung gestellt. 8 Monate nach dem gescheiterten Putschversuch habe sich die Menschenrechtslage in dem Land deutlich verschlechtert, so die Parlamentarische Versammlung. Der Europarat ist keine EU-Institution. Ihm gehören 47 Staaten an, unter ihnen auch Russland und die Türkei. Vertreter der türkischen Delegation kritisierten den heute gefassten Entschluss scharf. Mit einer Gedenkfeier und Kranzniederlegungen ist in Heilbronn an die vor 10 Jahren ermordete Polizistin Kiesewetter erinnert worden. Die damals 22-Jährige war während einer Streifenfahrt von der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund erschossen worden. An der Gedenkfeier nahmen auch Angehörige weiterer NSU-Opfer, Politiker und Polizisten teil. Erst 2011 konnte der Mordfall Kiesewetter dem NSU zugerechnet werden. Die Bundesanwaltschaft macht für die Tat die NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt verantwortlich. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. April. Die Kaltfront des Tiefs über Skandinavien und polare Meeresluft sorgen im Süden Deutschlands für Schnee bis in mittlere Lagen. In der Nacht regnet es in Bayern und Baden-Württemberg zum Teil kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 300 Meter. Im Norden klart es gebietsweise auf. Morgen im Süden andauernde Schnee- und Regenfälle, sonst teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Westen und Norden immer wieder Schauer und einzelne Gewitter. In der Nacht kühlt es ab auf 6 bis minus 3 Grad. Morgen im Südosten 1 bis 7, sonst 8 bis 12 Grad.
Auch am Donnerstag im Südosten bedeckt mit Regen und Schneefällen. Sonst Sonne, Wolken, Schauer und kurze Gewitter. Ähnlich am Freitag. Am Samstag im Süden Wetterberuhigung und wieder milder. Gegen 21.35 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen in der Pause des ersten Pokalhalbfinales zwischen Mönchengladbach und Frankfurt. Darin mehr über den Eklat in Israel und die Folgen für die deutsch-israelischen Beziehungen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.